Wir haben Samstag, circa 9 Uhr. Und ich bin jetzt aufgestanden und auf die Couch gelegen. Und jetzt bin ich ein bisschen am Kuscheln mit der kleinen Maus. Was haben wir denn an diesem Wochenende Schönes heute? Wir waren gestern Abend super schön mit Arbeitskollegen von mir am Fluss an der Limmat. Wir haben dort, der Chris und die Arbeitskollegen waren ein bisschen im Wasser und Amy war auch im Wasser. Und dann sind wir was essen gegangen. War echt cool? Dankeschön. War echt cool, aber was uns auch gefallen ist, ist, dass die Amy ein bisschen humpelt. Und es kann sein, dass es irgendwie dran liegt, weil sie jetzt echt viel mit dem Hundesitter unterwegs sind. Das sind ja meistens pro Tag so 3-4 Stündchen und vielleicht ist sie einfach ein bisschen überbeansprucht mit ihren 5 Jährchen. Oder sie hat tatsächlich was in der Pfote. Und darum fahren wir heute am Samstag zum Tierarzt. Nachher freust du dich schon? Amy hasst Tierärzte. Ja, und gestern Abend wurde ich noch von einem Hund gebissen. Da war ich aber selber schuld, also habe ich auch keine Anzeige oder so erstattet. Zwar hatte ich Amy auf dem Arm und da war ein anderer Hund und der hat die Amy nicht so cool gefunden, Amy ihn auch nicht. Dann haben sie sich so ein bisschen mit geflashten Zähnen so angeknurrt und die Dame, die den Hund hatte, konnte ihn nicht so gut halten. Und wie gesagt, ich habe Amy auch nicht runtergelassen, dummerweise. Und dann, ja, haben die sich so ein bisschen mit den Zähnchen ja, angegriffen, kann man sagen. Und der Typ ist aber, also der Typ, der Hund ist dann einfach an meiner Seite so runter geglitten, weil er die Amy nicht erwischt hat und hat dann mich, ich glaube, man sieht es auch ganz gut, hat dann mich tatsächlich hier erwischt. Ja, aber ich bin ja geimpft und alles, von dem her alles gut. Wir haben es dann gleich desinfiziert. Da war so eine Mama mit einem Baby, die hat dann gleich ein Desinfektionsmittel gezückt. Und ja, von dem her alles gut. Tut auch nicht mehr so weh. Gestern Abend hat es auch ziemlich gebrannt, aber jetzt ist es okay. Ja, was machen wir noch? Außer Tierarzt, wir müssen auch noch den Chris einen neuen Anzug kaufen. Der gute Mann hat es nämlich geschafft, sich irgendwie beim Bücken oder beim Schreibtisch irgendwie, auf jeden Fall ist ein riesen Riss drin in der Anzughose, mal wieder. Ich weiß nicht, wie viele Anzughosen wir schon gekauft haben, die dann am Schluss mit einem Riss gelandet sind. Genau, das heißt, das werden wir auch noch machen. Dann nehmen wir euch auch noch mit. Und dieser Krach im Hintergrund ist die Waschmaschine. Okay, bis später. Ich probiere mal den Chris aufzuwecken. Amy, was machst du denn auf dem Beifahrersitz? Du gehörst nach hinten. Amy, was machst du da? Amy, ab! 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 So, ich fahre. Wir haben Glück, es war nichts Schlimmes. Sie hat sich ihre, wie hieß das, ihre Zehe, irgendwie, irgendeine Sehne in der Zehe zu stark belastet oder so. Auf jeden Fall hat sich irgendwie vertrapst und dadurch hat sie dann die Schmerzen. Jetzt haben wir die strikte Auflage, müssen wir dem Hundesitter weitergeben, dass sie sich nicht zu sehr verausgabt, aber wir dürfen schwimmen gehen. Und dahin gehen wir jetzt.
Hoppla! Oh Gott, ein Häufchen Elend ist nichts dagegen, oder? Du ziehst gleich wieder aus. Annie, hey, was ist denn das? Eine Kuh! Annie? Ja. Völlige Panik. Ja, das ist die Annie. Was ist das da, Balu? Was ist das da? Ich glaube, der Hund interessiert sie mehr, Schatz. Der sieht eher aus wie ein Hund da hinten. Was ist da? Schatz, da ist ein Hund. Annie? Nicht so cool, Amy, hä? Was ist denn das? Oh, hi, guys! Jetzt waren wir schon in der Stadt und haben die Anzughose geholt. Und meine Schwiegermutter ist gerade in die Szene gelaufen und dachte, sie darf jetzt nicht rein. So ein Quatsch. So cool. Auf jeden Fall, ja genau, wir haben jetzt Anzughose gekauft, eben beim Tierarzt, alles in Ordnung. Und jetzt wird mir der Chris gleich das Pflaster mal runterziehen, damit wir Neues drauf machen können. Achtung! Und... aber richtig mit Ratsch. Au! Ja, okay, das war jetzt ein bisschen fies. Ja, es geht noch, ne? Sieht nicht so schlimm aus. Und jetzt machen wir neues Desinfektionsmittel drauf. Brauche ich nicht mehr, sagt der Brocker nicht. Ja, er ist der Doktor bei uns zu Hause. Wenn er sagt, ist alles okay, dann Mama? Ist alles in Ordnung. Mama muss auch nochmal gucken. Mama, was sagt die Krankenschwester? Macht auch. Krankenschwester guckt auch nochmal schnell. Und dann gehen wir nachher noch an See. So, wir nehmen euch weiter mit. Hi guys, wir sind am See und schon wieder am Essen. Und zwar sind wir in einem ganz süßen Restaurant. Da waren wir schon als Studenten immer wieder. Und die bieten so typisch badische Küche an. Ich mache euch mal den Link in der Infobox. Auf jeden Fall voll lecker. Und irgendwie war auch schon im See. Aber nur für 2 Minuten. Ich glaube, die sind einfach fertig vom ganzen Hin und Her heute. Und jetzt essen wir was. Wenn es Essen da ist, seid ihr auch dabei. Kennt ihr das, wenn ihr im Restaurant seid? Der Mann kann sich nicht entscheiden und dann kommt sowas wie, was hat denn der Nachbar da? Und dann beugt er sich so dezent rüber und frisst ihm quasi das Essen mit den Augen vom Teller. Und der ignoriert das natürlich oder versucht es zumindest zu ignorieren. Ah, ich wollte nur was zeigen. Amy hat mal wieder was geschafft. Das ist typisch Amy. Moment. Die hat dich mal wieder umgewickelt. Gibt's ja gar nicht. Amy, muss mir gleich helfen. Wir haben bestellt Rinderkraftbrühe mit Nudeln. Der Herr hat was Salatiges. Und ohne Scheiß, Leute, es kam vor circa 1 Minute und der ist schon fast durch. Es ist der Wahnsinn. Ich genieße jetzt meins. Hi, guys! Der Vlog geht weiter und zwar hat mich der Chris heute nach Brunnen entführt. Das ist so ein Örtchen in der Schweiz. Sind wir im Zug oder in der Schweiz? Schweiz. Kanton Schweiz. Ich zeige euch mal, guckt euch das an. Und wir sind am Vierwalcher See und wir haben uns schon eingecremt. Wir haben die Handtücher dabei. Wir haben den Hunden auch die Nase eingecremt. Habe ich nämlich gelesen, dass gefährlich ist. Wir haben was eingepackt und jetzt geht es erstmal, wie immer, wenn wir irgendwo ankommen, essen. Okay, wir melden uns wieder, aber guckt euch mal dieses Panorama an. Ich drehe euch um. Moment, so geil. Moment. Ist das nicht sensationell? Voll schön. Man hat ein Bächlein. Oder ein Fisch. Auch ein Fisch? Wo ist ein Fisch? Chris zeigt gerade mit der Hand so cool. Ein Bächlein und ein Stadtzentrum.
ich erzählt, was gestern passiert ist. Kam der nach Hause, alles gut und schön, und dann sind wir ins Bett gegangen und plötzlich gab es ein Feuerwerk. Wir wissen nicht wieso und warum, aber wir wissen eins, wenn Feuerwerk ist, ist Baloo einfach nur noch am Shaken. Und der Chris ist dann extra noch wach geblieben und hat dann ihn noch ein bisschen so betüdelt. Und es wurde dann aber nicht besser. Irgendwie haben die noch weiter geböllert bis um 3 Uhr morgens. Und dann durfte Baloo bei uns im Bett schlafen. Also respektive durfte, war nicht so von uns klar geäußert, aber Baloo hat es dann auch so gesehen. Und dann, ja, war er dann bei uns und dann hat das ganze Bett die ganze Nacht gewackelt. Und ich habe seinen schönen Mundgeruch die ganze Zeit ins Gesicht bekommen, weil er hat die ganze Zeit gehechelt. Ja, dann habe ich ihm irgendwann Globuli gegeben zur Beruhigung. Die haben dann auch irgendwann gewirkt. Und jetzt ist er aber ziemlich fertig. Und die Amy auch. Ja, von dem her eine unruhige Nacht gehabt. Aber wir lassen uns den Tag nicht vermissen. Bis später. Es war ganz so witzig. Der Chris musste auf Toilette. Und dann ist er reingegangen, was dann passiert. Komm doch mal her und erzähl. Nein, das erzählt schön du. Okay, ich erzähl's. Es war so lustig, und zwar ist er reingegangen und hat scheinbar den Koch irgendwie auf dem falschen Fuß erwischt, weil der Koch meint dann, sind Sie auch Gast und so? Und der Chris, ja. Und dann hat er gemeint, okay, das Klo ist um das Haus rum. Und dann ist der Chris, ja, und dann ist er rausgegangen, dann hat der Koch noch so hinterhergerufen und sagen Sie das allen anderen auch noch? Ich habe keinen Bock, es jedem Einzelnen zu sagen. Es war ein bisschen schlecht gelaunt. Ja, nu, auf jeden Fall habe ich das Klo jetzt auch gefunden und jetzt geht's los. Jetzt gehen wir an den See und Amy zieht schon ganz fest. Ich glaube, die riecht den See. Autsch, die riecht den See. Du, wenn du mich an der Wunde ziehst, dann ist es doof. Oh. Muss ich euch das mal zeigen? Moment. Da sind wir in Amy schon drin. Jetzt schaut euch mal dieses coole Panorama an. Ist ein bisschen gegen die Sonne, I'm sorry, aber du bist halt so, wie sie ist, ne? Schon draußen, muss schnell hinterher. Baloo ist voll mit irgendwelchen kleinen weißen Dingerchen. Ich glaube, ja, er hat unter Blumen hingepieselt und jetzt haben die Blumen sich auf ihm niedergelassen. Also zumindest das, was runtergefallen ist. Schaut euch mal diese Aussicht an. Jetzt sieht es ein bisschen besser aus. Ich stehe nämlich jetzt im Schatten. Ja, aber es ist gleich wohl. Und da geht's so weit hoch. Katie will da nicht hin. Ja, vielleicht gehen wir ja noch hin. Amy, gefällt's dir? Amy? Gefällt's dir? Ja? Leute, der landet! Voll cool! Das erinnert uns an das Great Barrier Reef. Da sind wir auch mit dem Wasserflugzeug geflogen. Da oben ist der andere gerade. So cool! Was macht er jetzt da mit dem See? Schön, ne? So, so hübsch! Wow! Und diese Aussicht, da muss auch gigantisch sein. Wir gehen jetzt irgendwo da hinten hin. Da gibt es nämlich einen Strand. Mal gucken. Interesting! Richard Wagner war 1854 hier. Jetzt sind wir hier in so einem Tunnel. Voll cool. Und da kommt schon der Zeltplatz oder Bahnstrand oder irgendwas. Auf jeden Fall Grillsee überall. Aber wir haben noch keine Möglichkeit gefunden, da wirklich runterzugehen. Also einzusteigen. Gucken jetzt gerade mal. Ich glaube, die springen da rein. Nein, reinspringen ist doch gut. Ich glaube, du kannst halt vorne runter. Schön hier, ne? Er hat sich getraut. Er ist im Wasser. Da winkt er. So cool. Und ist kalt? Ist kalt? Hat mich gar nicht. Grinst nur. Und wie? Du spinnst ja. Du kannst ja den Hund nicht rufen. Jetzt brüllt er wieder.
Emi hat auch da gelassen. Sehr gut. Und was machen wir nie wieder, wenn wir ins Wasser gehen? Balu rufen? Genau, ich habe glatte 20 Minuten Mühe gehabt, diesen Hund zu bändigen. Ich habe es mit Wasser probiert, mit bösen Worten, mit netten Worten, mit Kuscheln, mit Augen zu, mit Nase zu. Nein, Nase zu, aber Augen zu, Ohren zu. Nichts hat funktioniert. Das heißt, wir machen was bestimmt nie wieder? Balu rufen. Danke. Alright, und jetzt hat der Kaiser mal wieder... Oh, meine Hand zittert schon. Hat der Kaiser entschlossen, oder sich entschlossen, dass wir wohin gehen? Auf den Frontalpstock. Leute, bedenkt, ich bin noch nicht mal eine Stunde hier. Von Ausruhen war keine Rede, weil er war ja im Wasser und ich war der Hundesitter. Das heißt, ich kann jetzt vielleicht noch in 10 Minuten rausholen. Es ist so entspannend. Für ihn ja, für mich. 10 Minuten rausholen und dann geht's auch schon weiter. Und da muss ich mir die Hose anziehen. Und den Pulli. Wie kalt ist da oben? Weiß nicht, vielleicht hat es noch Schnee. Oh, Jesus. Und ich habe Stoffschuhe dabei. Yay. See you. Weiß aber nicht genau wo. Amy ist sauer. Die spielen da hinten Fußball und haben sie nicht eingeladen. Geht gar nicht. Oh, Mausi. Jetzt wird Amy ein bisschen getröstet, weil sie nicht mitspielen kann mit dem Ball. Weil... Naja, nicht so schlimm. Wir haben hier voll die coole Flugschau. Kommt alle paar Minuten kommt ein Wasserflugzeug vorbei und landet. Ist das nicht cool? Nicht cool. Das nächste Mal nehmen wir deinen eigenen Ball mit. Hä? Kannst du auch mit dem Ball spielen. Okay? Hast du gar keinen Ball? Wir haben 5 Bälle im Auto, aber du hast überhaupt keinen Ball. Hm? Ja. Da hinten spielen sie. Ja. Ich bin arme Schwau. Ich bin ganz armes Wau. Der Ball ist doch hier weg, nur noch der andere Ball ist da. Der ist blau-weiß, den magst du eh nicht. Ist das nicht ein Sweet House? Schau, Leute, Chris hat mich überredet, wir müssen da hoch. Und das ist die Aussicht. Die Amy habe ich hier mit der Leine um meine Brust gelegt, damit sie mir nicht abhaut. Und die Leine schrubbert an meinem Hundebiss. Das tut immer ein bisschen weh. Ist das nicht schön? Da unten waren wir gerade am See. Und jetzt sind wir hier oben. Ich sag's ja. Ich bin Chris verheiratet. Und einmal am Wochenende muss man einen Berg hoch. So, Bello, wie fandst du das so? Ging so, hä? Weil du war kein Fan von dieser Bahn. Und Amy? Geht's gut. Kinder, schaut mal diese coole Aussicht an. Ah, da ist auch eine schöne Aussicht. Da ist aber jemand happy. So sweet. Alright, aber eigentlich wollte ich euch die Aussicht zeigen. Amy guckt auch jetzt. Geht es ein bisschen gegen die Sonne, I'm sorry. Ich
glaube, da gehen wir gleich mal was trinken oder so. Juhu, mal wieder beim Essen. Ich habe mir Pommes bestellt. 7,50 Franken für eine ganz ziemlich große Portion. So eigentlich okay. Und der Chris löffelt in seinem Eis. Wie schmeckt es Ihnen zu Hause? Na gut, danke. Ich bin auch dauernd gefragt, ob es uns gut geht. Es ist ein 4-Sterne-Hotel. Das haben wir gerade überlegt, was wohl kostet, hier mal zu übernachten. Und unten auf der Toilette, Frauen waren natürlich schon auf Klo, ne? Ist so eine Angebotstafel, 440 Franken für zwei Übernachtungen inklusive Halbpension und Spa-Behandlung und freie Nutzung vom Spa, Kaffee und Kuchen. Nicht so schlecht. Und es ist so ruhig hier oben. Wir sind uns nicht sicher, wir glauben, es sind keine Autos erlaubt. So ähnlich wie in nicht Tesch, wie heißt der andere Ort? Du weißt, dass du willst, so dass ich drauf spreche. Also, wie heißt der andere Ort? Tesch? Er will nicht mit mir reden heute. Ich bin ein bisschen sauer auf mich, weil ich habe so viel gemeckert, bevor wir losgefahren sind. Dass ich keinen Bock habe, heute mal wieder unterwegs zu sein. Und keine Ahnung, ich bin ein bisschen sauer, weil ich habe ihn noch nicht dafür entschuldigt oder ihn noch nicht so genau gesagt, wie toll das ist. Es ist super, Schatz. Es ist ganz toll. I love it. Alright, auf jeden Fall, ich schmatze hier noch ein bisschen weiter und der Chris ist mal wieder schon fertig mit dem Eis. Guck mal, so cool. Schon fertig. Hallo. Er ist halt echt nicht so in Quatschlaune. Und unter uns sind so zwei Damen, die sitzen im Whirlpool. Ist echt gechillt hier. Mhm. Und jetzt genießen wir noch ein bisschen die Aussicht und diese Ruhe. Und dann fahren wir auch schon los Richtung Heimat, weil wir müssen noch den normalen, den normalen Wahnsinn machen, den man so machen muss am Wochenende. Also Wäsche, bla bla bla. Und dann beende ich jetzt den Vlog und wünsche euch noch einen ganz tollen Tag, Abend, morgen, je nachdem, wenn ihr das schaut. Und bis zum nächsten Mal. Ich denke mal, das wird nächstes Wochenende. Der Chris hat gemeint, wir wollen einen anderen Berg anschauen. Und ratet mal, war ja klar, ne? Ist irgendeiner von denen da hinten? Wahrscheinlich der oder der. Ja, irgendein Berg findet er immer. Zum Raufklettern. Aber ein See muss auch dabei sein. Und ich würde mal gern Boot fahren. Er sagt nichts. Mal gucken. Seid gespannt, was wir machen. Ciao.